Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg. Unser Reporter Klaus Feldmann, der hat sich Johannes Flum und Jan Rosenthal, die beiden Ex-Freiburger und jetzt Frankfurter, geschnappt und in einen Flugsimulator gesteckt. Training zum Abheben für die Adler. Anschnallen, Eintracht. Flieg, Fußballer. Flieg. Happy Landings zum Bundesligaspiel Eintracht Frankfurt gegen SC Freiburg. 2-5 left, clear to land. Sky-Sonderflug von Freiburg nach Frankfurt. Jetzt Rosenthal, Anflug via Freiburg, Münster bitte. Freiburg Info, freigeben über den Münster und Piste 3-4. Exklusiv-Interview im Chat-Tempo und das Beste dabei? Pilot ist ansprechbar, ja. Treffpunkt Happy Landings. Mit den Ex-Freiburgern Johannes Flum und Jan Rosenthal fliegen wir mal schnell. Im Simulator geht das in 3 Minuten 45 vom Schwarzwald nach Manhattan. Wir sind ein einsitziger, einstrahliger Jet. Das heißt, wir schnallen euch auf ein Strahltriebwerk und gucken mal, was bei rauskommt. Okay. Das heißt, das Flugzeug ist sehr leicht und dadurch extrem wendig, schnell, dreckig. Passt gut, Flummis Lieblingsfilm ist Top Gun. Und wie das passt, die beiden ehemaligen Freiburger waren zuletzt durchaus Frankfurt Gunners. Flieger Flum und Captain Rosenthal, boarding completed. Captain Flum, Freiburg-Piste 3-4. Heimatrundflug für Johannes Flum, ausgebildet in der Freiburger Flug, Entschuldigung, Fußballschule. Der SC Freiburg ist auch mehr als ein Ex-Verein. Es sind einfach so viele Menschen auch drumherum, mit denen ich noch Kontakt habe und ich sehr gerne sehe, wenn ich mal zu Hause bin. Und deswegen ist Freiburg natürlich gern gesehene Heimat. Der Freiburger Heimatbegriff im Fußball schlechthin, Christian Streich. Der wohnt doch in Fahrradnähe zum Stadion. Da wir aber so schnell unterwegs sind, bezweifle ich, dass wir das Haus sehen können. Der Coach konnte Flum sehen, jeden Tag. Eine leidenschaftlich gnadenlose Beziehung. Karrierecrash, Bruchlandung in jungen Jahren. Wie willst du den? Ich glaube, du brauchst den lieber, glaube ich. Da hat mir dann einfach ehrlich ins Gesicht gesagt, im Moment reicht es nicht, du musst einen Umweg gehen. Das habe ich dann gemacht, das tat sehr weh im ersten Moment und bin ihm aber im Nachhinein dann dankbar, dass er das so ehrlich gesagt hat. Es war eine harte Zeit bei ihm, weil er einem nichts schenkt. Er nimmt sehr viel, gibt aber auch sehr viel. Jan Rosenthal ist Ex-Freiburger, aber kein Eigengewächs. Er fliegt gerade über den Grand Canyon. Der Tower holt ihn zurück auf die Strecke Freiburg-Frankfurt. Frankfurt-Turm für Kapitän Jan Rosenthal. Frankfurter haben eine riesen Tradition, haben große Ansprüche aufgrund der erfolgreichen 90er Jahre und da will man jetzt langsam wieder hinkommen und in Freiburg, da weiß man, dass dem Verein einfach Grenzen gesetzt sind. Flum-Rosenthal, Teil des Höhenflugs, Teil des Ausverkaufs. Wenn man weiß, dass dann vom Etat oder vom Gehalt oder so alle anderen das Dreifache oder Vierfache verdienen, dann sagt man, okay, wir würden gerne den Verein mittragen, aber dann muss der Verein auch irgendwann in Vorleistung gehen, genauso wie manchmal Spieler in Vorleistung gehen müssen, um halt bestimmte Verträge zu erhalten. Und ich denke, dass bei Flummi und mir auf jeden Fall aufgrund der Identifikation mit dem Verein SC Freiburg schon genug schlechtes Gewissen vorhanden war, dass wir uns nicht noch um das schlechte Gewissen des Vereins kümmern müssen. Apropos schlechtes Gewissen in Frankfurt. Trainer Armin Fee geht. Wir waren natürlich im ersten Moment alle ein bisschen enttäuscht und kam auch sehr plötzlich, deswegen waren wir alle ein bisschen überrascht. Oh. Ich hoffe, dass die Mannschaft nicht auseinanderbricht. Captain Flum, fertig machen zur Landung. Da ist Adrenalin da. Punktlandung im Stadion, Zielflughafen, Sonntagsspiel. Landezeit Commerzbank Arena, Anschluss 17:30 Uhr. Liga Flum, Captain Rosenthal, wir bedanken uns, dass Sie mit Eintracht Airlines geflogen sind.